Herzlich willkommen zur vierten Nebenübung von Rudolf Steiner. Wenn ihr euch für die Übung 1, 2 und 3 jeweils einen Monat Zeit genommen habt, dann können wir heute mit der vierten Übung beginnen, mit der Übung der Positivität. Dabei geht es jetzt nicht mehr ausschließlich um euch und euer Seelen- und Gedankenleben. Wir betreten mit dieser Übung den sozialen Bereich. Ihr und eure Mitmenschen, ihr und eure Mitgeschöpfe und die Welt. Einfach gesagt, ihr sollt in allem das Positive finden. In allem Schlechten das Körnchen Gute, im Hässlichen das Schöne und auch in jedem Verbrecher den göttlichen Funken. Durch nichts wird schöner ausgedrückt, was es heißt, ein jegliches Wesen zu verstehen, als durch eine persische Legende, die uns über den Christus Jesus erhalten geblieben ist. Nicht im Evangelium, sondern in einer persischen Erzählung. Jesus ging mit seinen Jüngern übers Feld und sie fanden auf dem Wege einen verwesenden Hund. Gräulich war das Tier anzusehen. Jesus blieb stehen und warf bewundernde Blicke auf dasselbe, indem er sagte: Wie schöne Zähne hat doch das Tier. Jesus hat aus dem Scheußlichen das eine Schöne herausgefunden. Ich kenne einige Menschen, die diese positive Einstellung haben. Und das Zusammensein mit ihnen tut mir ungeheuer gut. Sie sind jedoch keine Naivlinge. Sie verschließen auch nicht ihre Augen vor Lug und Trug und den Verbrechen auf dieser Welt. Trotzdem fragen wir uns, lügen wir uns nicht in die Tasche, wenn wir überall nur das Positive sehen? Wie ist denn eigentlich die Realität? Zu dieser Frage schreibt Ibn Alexander in seinem Buch Blick in die Ewigkeit etwas sehr Interessantes. Alexander ist Neurochirurg und hatte ein intensives Todeserlebnis aufgrund einer schweren Meningitis mit 7-tägigem Koma. Zum Thema Realität schreibt er auf Seite 177: Was ich erlebt hatte, war realer als das Haus, in dem ich saß, oder die Holzscheite, die im Kamin brannten. Doch das medizinisch-wissenschaftlich geprägte Weltbild, für dessen Erwerb ich viele Jahre gebraucht hatte, ließ keinen Platz für diese Realität. Wie konnte ich genug Raum schaffen, sodass diese beiden Realitäten koexistieren konnten? Die Realität, von der Alexander hier spricht, nennen manche Menschen die Matrix. Und unsere sinnlich wahrnehmbare Welt wird ja oft als Maya bezeichnet. Nur so viel zum Thema Realität. Nun wollen wir eigentlich auch gern wissen, wie sich das Böse zum Guten so mengenmäßig verhält. Auch zu dieser Frage schreibt Alexander etwas sehr Aufschlussreiches. Hier schildert er die Erfahrungen in der anderen Welt. Über das ganze Universum wurden winzige Teilchen des Bösen verstreut, aber die Endsumme all dieses Bösen war nur ein Sandkörnchen in einem riesigen Strand im Vergleich zu der Güte, der Fülle, der Hoffnung und der bedingungslosen Liebe, von denen das Universum buchstäblich überflutet wurde. Der Stoff, aus dem diese andere Dimension besteht, ist Liebe und Akzeptanz. Und was immer diese Eigenschaften nicht hat, wirkt dort augenblicklich und offensichtlich fehl am Platz. Aber den freien Willen muss man mit einem Verlust oder Abfall von dieser Liebe und Akzeptanz bezahlen. Setzen wir unseren freien Willen dazu ein, die Welt der eigentlichen Realität in unserer irdischen Wirklichkeit aufleuchten zu lassen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Aufspüren des Schönen, Guten und Wahren. Wir sehen uns dann in 4 Wochen wieder zur 5. Nebenübung. Bis dahin viel Glück!